Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Dieses Mal gehe ich es völlig anders an. Ich nehme mir einfach gar nichts vor, dann kann nämlich auch gar nichts schief gehen. So stelle ich mir das vor. Nein, ich werde, ich glaube, es ist einfach schwierig, mit sowas Kompliziertem wie einem Dödi anzufangen als erstem Tier. Ich muss die ganze Sache etwas logistischer angehen. Ich möchte, weil man den Dödi ja mit, ich glaube, Dilophosaurier-Eiern zähmt, mir erstmal ein paar Dilos zähmen und ein paar Dodos zähmen, um mich selber einfach mal mit so den grundlegenden Eiern zu versorgen. Ich brauche dafür zwei Dodo-Weibchen, zwei Dilo-Weibchen und jeweils ein Männchen. Dann möchte ich gerne diesen Eierkollektor machen. Ich suche jetzt natürlich nicht nach den höchsten High-Leveln, aber ja, so ein ganz kleines bisschen was dürfen die Tiere halt schon können. 40 ist doch okay. So, ich habe jetzt nämlich auch noch überhaupt gar keine Beeren und sowas dabei. Dann schnappen wir uns hier so ein paar Dodos. Die kann ich nämlich dann hier auch in mein kleines halbes Häuschen tun. Und wenn ich die dann habe, dann möchte ich nämlich gerne mein Boot ein bisschen ausbauen zu einer Art Zähmfloß. Und da habe ich mir nämlich schon was vorgestellt, wie ich mir das Ganze so denke. Und ja, dann werde ich nämlich versuchen, Tiere da rein zu locken. In mein Zähmfloß. Und dann da drin zu zähmen. So, sehr schön. Das hat ja schon mal funktioniert. Wunderbar. Dann kriegst du hier schon mal so ein paar Beeren. So, ich sammle schon mal ein bisschen mehr. Weil Mio ist natürlich am besten. So, da hat er einmal gefressen. Ich höre es. Bevor dir die Mio-Beeren ausgehen, kriegst du nämlich gleich noch ein paar mehr. Zack, bitte sehr. Ich weiß gar nicht, muss ich dich irgendwie nachbetäuben? Wie sieht das hier aus? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht ohne. So ist es nämlich gut. So möchte ich das. Ohne nachbetäuben. Aber trotzdem vielleicht nicht nur Level 4 oder so. Wir sollen jetzt mindestens bis nach Hause überleben. Und das gleiche eben mit Dilos. Dann möchte ich diesen Eierkollektor machen. Dann brauchen wir ja auch noch Treibstoff. Dafür braucht man allerdings für den Treibstoff, ich glaube, Schwefel. Dann muss ich erstmal gucken, mit was ich hier überhaupt Schwefel machen kann. Ich habe keine Ahnung. Außerdem ist der jetzt hier sozusagen mein lebendiger Kühlschrank. Das sieht doch gut aus. Da hinten, nee, das ist ein Lystro, ist aber auch nicht verkehrt, um die Tiere besser zu leveln. Sollte man das auch haben. Ah, ich höre ein Dodo und ich sehe vor allem ein Dodo-Ei. Das heißt, du bist ja ein Weibchen, aber du bist verdammt schlecht. Das heißt wiederum, dich werde ich töten, denn ich brauche ja auch Fleisch, wenn ich Dilos zähmen will. Ah, the circle of life sozusagen. So, gehen wir mal wieder. Ach, er ist schon fertig. Das ist ja schön. Guten Tag, guten Tag. Wie geht es dir? Hier, ich gebe dir noch ein paar mehr Beeren. Auf die passt du jetzt bitte auf. Auch auf unser Fleisch. Und dann bist du natürlich, wie sollte es anders sein, Dodi. Und ich schnapp mir dich und bring dich mal hier auf mein Floß. Ja, wie gesagt, das Haus ist jetzt noch nicht fertig. Was da drauf ist, es wird auch sowieso anders. Ich habe mir jetzt ja so einen kleinen Plan gemacht, wie das auszusehen hat. Und ja, ich werfe ihn hier erstmal rein. Da ist er, glaube ich, recht sicher. Dann suchen wir mal noch nach zwei schönen Weibchen für dich. Ja, Level 40 ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Und vielleicht auch nochmal Dilos in einem ähnlichen Levelbereich. Ja, die sollten wenigstens, wenn sie angegriffen werden, ja, nicht gleich beim ersten Bissen tot umfallen. Was haben wir hier? Das sind doch auch Dodos. Da ist einer Level... Also auch wieder... Nee, das ist der Para. Geh weg! Was haben wir hier? 52er Weibchen und 12er Weibchen. 52, super. Nehme ich. 12 brauche ich nicht. Gucken wir gleich nochmal. Da ist ja noch eins. Komm, lauf. Da sind ja sogar noch viel, viel mehr. Dich brauche ich nicht. Den rosanen, den wollten wir. Du, dich brauche ich nicht. Und du, dich brauche ich eigentlich auch nicht. Eigentlich brauchen wir nur diesen hier. Deswegen... So, solltest du jetzt eigentlich schon gleich umfallen? Nein? Willst du noch eins? Bitte, kannst du auch haben. Nee, das brauche ich nicht. So, dann töten wir die anderen. Ja, tut mir leid. Ihr hättet ja auch ein besseres Level haben können.
So. Das gleiche gilt für dich. Du bist ja sowieso ganz besonders schlecht. Deswegen kann ich dieses vorwurfsvolle Geschnatter nicht haben. Zack. So. Ja, so ein ganz kleines bisschen, was lege ich halt dann doch schon Wert darauf, dass die so ein Minimum-Level haben, ja. Das ist ja jetzt auch nichts Grandioses. Aber ja, wenigstens nicht nur Level 4. Das muss nicht sein. Das möchte ich nicht. So, dich nehme ich ja auch noch gleich mit. Doros sind ja glücklicherweise nicht sehr selten. Ich brauche, wie gesagt, ja auch das Fleisch. Nee, ich brauche das Fleisch, nicht das Holz. Danke. Interessanterweise haben wir noch keinen einzigen Dilo gesehen, die ja nun wirklich nicht selten sind eigentlich. Oh, ein lila Loot. Ist schon unten? Nee, noch nicht. Ja, ich habe... werdet ihr euch jetzt wundern, dass da so viel Zeit dazwischen liegt? Ich habe gerade erst die Aufnahmen, also hier, habe ich gestern die Aufnahmen gemacht für das Video für die 700 Abonnenten. Wie gesagt, da werdet ihr euch vermutlich wundern, weil ihr das wahrscheinlich schon längst gesehen haben werdet. Und dabei bin ich hier im Spectator-Mode rum. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn man stirbt, ne? Also wenn man den Spectator-Modus, was ja einfach nur eine Kamerafahrt ist, die brauche ich halt für diese Videos, die ich da immer mache, wenn man den Charakter nicht sieht, dann gehe ich halt in den Spectator-Mode, weil dann die Tiere nicht auf einen reagieren. Man ist halt einfach nur eine Kamera. Dido. Und ja, da habe ich natürlich mein gesamtes Inventar schön weggelegt und so. Alles aus der Quickslot-Leiste schön weggelegt. Alles wunderbar. Gehe in Spectator-Mode, mache meine Aufnahmen hier so 20 Minuten oder wie lange es gedauert hat. Spawn dann wieder bei mir im Bett und stelle fest, dass ich vergessen habe, meine Rüstung auszuziehen. Und damit ist die weg. Und das war alles ja schon wunderschöne blaue Gilly-Rüstung. Ja? Also grün und blau waren die, glaube ich. Beide. Und ich hatte eine Kopfbedeckung, ich hatte eine Hose und ich hatte Handschuhe. Und das ist jetzt alles weg, weil ich zu blöd war, dran zu denken, das Zeug ins Inventar von meinem Tier oder sonst wohin zu legen. Tja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Deswegen habe ich jetzt leider keine schöne Gilly-Rüstung mehr. 40er Weibchen. Perfekt, perfekt. Dich nehme ich mit, dann haben wir nämlich schon mal unsere Dodos zusammen. Dann haben wir auch schon wieder einen verloren. Oh nee, wie ich sowas liebe. Hallo, du da hinten. Wie er da sitzt so, wie ein Hühnchen auf der Stange. Was soll das? Hab ich gesagt, du sollst hier aussteigen. Sei froh, dass ich nicht schon weitergefahren bin. Dann wäre es jetzt wahrscheinlich schon gleich tot. Wir kommen jetzt in den Bereich, wo ich hier Biberdämme plündern möchte. Ihr seht ja auf der linken Seite, ja, da drüben, das, was viele immer als Stonehenge bezeichnen. Diese sehr karge Felsregion, die allerdings auch echt cool zum Bauen ist. Es gibt nur leider überhaupt gar kein Holz. Dann haben wir diese kleine Mittelinsel hier, auf der ich selber auch schon mal gebaut habe. Und ringsrum, also eher so da drüben, wo man jetzt das Sarko sieht, da gibt es jede Menge Biber. Was heißt jede Menge? Es gibt auf jeden Fall Biber dort. Und ich hatte nämlich schon gesehen, dass die hier auf der Insel einen Biberdamm errichtet haben. Und den wollen wir uns doch jetzt mal einverleiben. Ich hoffe, am besten wäre natürlich, wenn das Sarko jetzt die Biber irgendwie beschäftigt und ich da nicht zu behelligt werde. Da drüben ist auf jeden Fall einer an Land gegangen. Ich sehe das schon. Und hier auf der Seite, da habe ich aber einen Biberdamm gesehen. Hier im Wasser ist einer. Das sind zwei. Mal gucken, ob vielleicht irgendwo noch einer weiter an Land ist, der für mich leichter zu plündern ist. Weil ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, wie die Biber reagieren. Also ich würde, also ich weiß natürlich schon, dass die sofort aggressiv werden, aber was ist, wenn ich dann hier gleich wieder auf mein Floß gehe? Greifen die mich dann trotzdem weiter an? Greifen die dann mein Floß weiter an? Sind die schneller als das Floß? Das weiß ich alles ehrlich gesagt nicht. Und deswegen möchte ich natürlich ja möglichst schnell hier wieder raufhüpfen können. So. Am coolsten wäre es natürlich, wenn ich das von hier oben öffnen könnte. Kann ich, kann ich. Nehmen, 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 nehmen. Weg, 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 weg. Und jetzt, ouch. Schwimm doch. Oh, aua. Oh nein, die machen mir alles kaputt. Hier, Sarko, man kümmere sich bitte. Ich muss den abstreifen irgendwo. Ich muss so über Land, dass der hier den Kontakt verliert.
hier über so ein paar Dinger müsste es eigentlich... Geht nicht. Hm, das ist ja dumm. Macht der jetzt... Der macht jetzt mein Floß hier kaputt auf Dauer. Hau ab. So, es ist fein. So, und ich glaube, da war sonst kein weiterer Biber. Also einer scheint tatsächlich mit dem Krokodil beschäftigt zu sein. Ich kann jetzt versuchen, mir den anderen Damm auch noch zu holen. Erstmal absteigen hier. So. Packen wir die wertvolle Fracht hier rein. Stell mich hier wieder dran. Und hol mir jetzt noch den anderen. Weil ich glaube, da ist jetzt nämlich kein Biber mehr. Das heißt, wir haben vielleicht gleich keinen blinden Passagier dabei. Ich muss dann auf jeden Fall natürlich irgendwann nochmal das Boot wieder reparieren. Kein Problem, die Materialien sollte ich ja haben. Also, zu Hause, nicht dabei. Ja, das ist natürlich doof, wenn der dann auf dem Floß ist, weil ich glaube, das Floß an sich schwimmt ungefähr so schnell wie der Biber, vielleicht sogar ein bisschen schneller. Vielleicht, weiß ich nicht. So, ich hoffe, der Biber ist jetzt nicht schon wieder bis hierher zurückgekommen. Und wenn, dann muss er trotzdem vorher ja am Sarko vorbei. Möglicherweise hält ihn das auf. So. Na dann. Hep. Oh, sehr gut. Und schnell aufs Floß, was ich nicht kann. Da. Los geht's. Schnell weg. Juhu. Sehr gut. Ich habe die Dämme deswegen kaputt gemacht, also auch das Holz rausgenommen. Oh, noch ein blinder Passagier. Obwohl ich es nicht brauche, weil, also, ja, ich kann das Holz natürlich auch gebrauchen, aber ich wäre dann so schwer gewesen, dass ich nicht mehr aufs Floß gekommen wäre, vermutlich. Ich habe die deswegen kaputt gemacht, weil, ich selber weiß es nicht zu 100%, aber es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass kein neues Zement in den bestehenden, bereits geplünderten Biberdämmen nachspawnt. Also der Damm spawnt so mit Inhalt. Und wenn man halt nur einen Teil des Inhaltes rausholt und den Rest stehen lässt, dann füllt er sich nicht von alleine wieder auf. So die Meinung der meisten oder aller. Und deswegen mache ich das auch so. Also man kann natürlich testenshalber mal einen Biberdamm zur Hälfte ausplündern, ja, nur das Zement rausholen und den Rest drin lassen und dann mal gucken, ob das irgendwie stimmt oder ob es nicht stimmt. Hier vorne ist ein Dilo. Wollen wir doch mal sehen. Was bist denn du? Bist ein Weibchen 48. Den könnten wir doch glatt mitnehmen. Ich habe nämlich Fleisch dabei. Ich habe jetzt keine Narkobären dabei. So, legen wir mal so an, dass ich hoffe, du kommst hier theoretisch rauf. Und dann nehme ich mal die 4. Und dann beschieße ich mal den Dilo. Der dreht da doch glatt wieder um. Hab ich dich. Und da schläft er auch schon. Wunderschön. So ist es brav. Liebes Tier. So, jetzt brauche ich halt nur ein bisschen Narkobären. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich welche brauche. Da vorne ist noch ein Dilo. Ja, ich mag immer nicht diese Kampfmusik. Das beunruhigt mich, wenn ich das höre. Wenn er schläft, dann kann er ja nicht mehr kämpfen. Also was soll die Musik? Was für eine schöne romantische Sonnenuntergangsstimmung. Meine beiden Dilos, ich habe mir gerade noch ein 88er Männchen dazu gezähmt, haben auch schon Herzchen über dem Kopf. Ich schipper jetzt hier erstmal wieder zurück zu meinem Haus. Ich hoffe, dass da schon ein bisschen was an Metall eingeschmolzen ist. Und werde erstmal die Dilos da unterbringen, das Zement da reinpacken. Ich kann zwar diesen Eierkollektor machen, aber ich kann momentan ja noch überhaupt gar kein Treibstoff machen, weil ich glaube, das geht leider nur... Oh, zu schwer. Ich glaube, das geht leider nur im Chemietisch, glaube ich. Weiß nicht genau, aber ich glaube schon. Das heißt, die könnte ich ja erst herstellen, sobald ich ja, den Chemietisch lernen kann, weil im Mörser geht es jedenfalls nicht. Vielleicht geht es auch im Grinder, das kann auch sein. Vielleicht geht es auch in beidem, das kann auch sein. Da. Oh, ist das schön. So, mein Haus ist noch keine Wand weiter geworden, ja. Ist immer noch genauso klein wie vorher. Bringen wir erstmal die Dilos hier rein. Kommt, Trepp auf, so ist fein.
Weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Na, und weil du kacken musstest, bleibst du draußen. Tja, das hast du jetzt davon. Trottel. Wirklich wahr. So ein Trottel. So, manuell. Leider komm. Schaffen wir es denn vielleicht jetzt? Besser. Viel, viel besser. So, dann bleibst du nämlich auch hier. Nam nam, machen wir die Tür wieder zu. So, ich habe jetzt hier Cementing Paste. Die packen wir mal da rein. 1, 2, 3, 106. Nein, 406 Cementing Paste. Wow. Gar nicht mal schlecht von zwei Biberdämmen. 20 Perlen haben wir davon auch nochmal bekommen. Das sieht doch alles gar nicht mal schlecht aus. Sehr cool. Wie viel ist hier eingeschmolzen? 84. Na, 250 brauche ich für diesen Eier-Collector, aber wie gesagt, ich kann ja noch keinen Treibstoff herstellen. Gut, soweit erstmal dazu. Das Metall schmilzt noch ein, es fehlt nicht mehr sehr viel. Es fehlt jetzt allerdings gleich ein bisschen mehr, denn ich möchte noch diesen Fabricator machen. Der ist der von S+. Ich glaube ja nicht, dass man da drin Treibstoff machen kann. So, wenn wir jetzt mal hier oben gucken, in dieser Kugel, da fehlen uns also jetzt noch ungefähr 40 Metallbarren, die einkochen müssen. Und dann können wir uns das Ding nämlich auch hinsetzen. So. So, das ist ja mal ziemlich groß, das Ding. Die bleiben hier auch alle nicht stehen. Deswegen umso wichtiger, dass es S+ ist. Denn die Sachen kann man alle wieder aufheben. Wobei man mit dieser Pistole, mit dieser Pick-up oder Destroy Cannon oder wie die heißt, kann man sowieso alles wieder aufnehmen. Sehr schön. Da haben wir also den auch schon mal. Gut, gut, gut. Wir machen uns so langsam. Herstellen. Was kann man denn hier? Kann ich den Grill schon mal machen, theoretisch? Polymer und die Kabel, ein paar Lampen und so. Gut, wunderbar. Jetzt müssen wir noch warten, bis hier 40 Dinger fertig sind, ne? Also noch 35 und dann kann ich mir dieses komische Kugelteil auch machen. Und dann, ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kriege dadurch kein Level ab. Ja, im Mörser kann man ja leider nicht den Treibstoff machen. Ich dachte erst, es ginge, aber dann geht es auf jeden Fall im Chemietisch und ich glaube, es geht auch im Grinder. Aber der Grinder, der ist natürlich irrsinnig teuer. Die Dodos haben jetzt schon mal Eier gelegt. Die Dilos haben noch keine Eier gelegt. Ich werde einfach nochmal ausziehen. Ja, ich nehme ein bisschen Fleisch mit. Ja, doch, war richtig. Ich werde nochmal ausziehen und nochmal gucken, dass ich vielleicht noch ein Weibchen finde. Ich sollte auch Pfeile mitnehmen. Oh. Stress, 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 Stress. So, jetzt aber. Vielleicht finde ich ja nochmal ein moderates Weibchen. Ja, ein zweites. Und dann geht das mit den Eierlegen hoffentlich auch ein bisschen schneller. Man kann zur Kibbelbereitung natürlich auch befruchtete Eier nehmen. Ja, sollte eigentlich kein Problem sein. Sollte machbar sein. Ich brauche natürlich auch noch Gemüse. Ich muss also auch noch einen Garten anlegen oder so. Aber ich glaube, das machen wir vielleicht in der nächsten Folge, dass ich dann irgendwie eine Terrasse mit Gemüse anlege und dann mir vielleicht nochmal so ein schönes Zähmboot baue. Ja, mit so einer Art Käfig, wo man die Tiere über eine Rampe reinlocken kann. Und dann fallen die da halt runter. Das wird jetzt nicht sehr groß sein. Also da werden halt so kleine Tiere wie eben ein Dödi, der ja nun wirklich gar nicht springen kann. Das sollte für den kein Thema sein, dass ich den da drin zähmen kann. Aber ich glaube, dass man da auch eine Säbelzahnkatze oder einen Wolf oder irgendwie sowas drin zähmen kann. Wir werden sehen, wie das dann funktioniert. Ich habe mir alles schon aufgezeichnet, wie das aussehen soll. Und ja, das werden wir dann also, sobald ich das Boot habe und sobald ich ein paar Kibbel herstellen kann. Vielleicht ist ja dieser super Dödi, der da in diesem, an der Grenze zum Schneebiom, da in dieser Gefahrenzone ist, vielleicht ist der ja noch da. Der war 108 im Level. Der wäre schon wirklich toll, aber es ist einfach super gefährlich da. Weswegen ich halt ja nicht direkt am Strand zähmen möchte. Es ist einfach zu gefährlich. Ja, ich mache jetzt einfach mal was anderes. Ich finde nämlich tatsächlich mal wieder gar keinen. Was ich aber gefunden habe, mal abgesehen von diesem Lystro-Weibchen, das ist ein weiteres Explorer-Note, das ich vorher noch nie gefunden habe. Und wisst ihr, was ich dafür bekommen habe? Tata! Megalozeros-Rentierkostüm. Ich habe also jetzt, weiß ich nicht, die Hälfte, drei Viertel oder so zwei Drittel oder keine Ahnung, so und so viel Prozent auf jeden Fall von Explorer-Notes entdeckt und da hat sich das dann freigeschaltet, was ziemlich cool ist, was natürlich heißt, dass wir auf jeden Fall uns ein Megalozeros zähmen müssen. Alleine nur, weil ich natürlich dieses Rentierkostüm mal ausprobieren möchte. Außerdem, ja, wie gesagt, sind die ja ganz gut im Stroh sammeln.
Oh, der zähmt sich hier vor sich hin. Ich habe hier so ein bisschen den Eindruck, dass wir schon wieder dieses Spawn-Problem haben. Die ganze Region hier ist komplett leer. Ihr erinnert euch am Anfang mit den drei Rexen? Keiner davon ist mehr da. Die sind bestimmt von nix und niemand getötet worden. Sie sind nur einfach weg. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Also ich habe häufig den Eindruck, dass der erste Schwung Tiere sozusagen, der mit einem hier diese Insel bevölkert, irgendwie einfach allmählich verschwindet und nicht so richtig nachspawnt. Und wenn man aber erst ein- oder zweimal Destroy Wild Dinos eingegeben hat, dann geht sich, dann geht es, das fängt sich dann irgendwie wieder. Das kann man natürlich dann irgendwie mal machen oder so. Na, dann sind ja erstmal alle Tiere weg, dann spawnen die wieder nach und dann habe ich den Eindruck, ist häufig der Knoten so ein bisschen geplatzt. Und dann spawnen die auch wieder vernünftig, wenn man welche umbringt, da kommen auch wieder welche nach. Also auch hier vorne bei mir, hier war zum Beispiel ein Pachi, der ist nicht mehr da, da war ein Gallimimus, der ist nicht mehr da, da waren diese drei oder vier Pachyrhinos, die sind alle nicht mehr da, die sind aber definitiv nicht gestorben und ich habe sie ja auch nicht umgebracht, die sind einfach alle weg. Einfach so verschwunden. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig und ein bisschen nervig auf Dauer. Ich werde mir jetzt diesen kleinen Lystro hier zähmen. Ist ein Weibchen, sollte also auch irgendwann mal Eier legen. Werden wir vermutlich nicht brauchen, denn damit zähmt man den Diplodocus und den mag ich nicht. Ja, und ich würde sagen, wenn wir die hier haben und sicher nach Hause geleitet haben, dann ist an der Stelle die Folge auch wieder zu Ende. Also wir sollten dann zumindest nochmal so viel Metall eingeschmolzen haben, dass ich auch diesen Eierkollektor machen kann. Und dann muss ich nochmal irgendwie recherchieren, aus was man denn den Treibstoff macht. Also ich glaube, es war im Chemietisch, wenn wir richtig viel Pech haben, war es der Grinder. Ich glaube, es geht in beidem. So, die beiden folgen mir jetzt, die Gertrud und die Hupe. Es hat jetzt nicht sehr viel Sinn gemacht zu reiten, weil das Tier ist sowieso so langsam. Das ist schon in Ordnung, wenn man dann hier auch mal zu Fuß geht. So, ich sehe, wir haben da schon ein paar Dodo-Eier. Also es ist nicht mal das erste. Bis jetzt, also von Diva müsste es jetzt schon insgesamt das dritte oder vierte sein, wenn ich richtig überlege. So, sehr schön. Machen wir die Tür wieder auf automatisch. Dann geht es nämlich wieder zu. Na, da haben wir doch heute einen ganz schön beachtlichen Zoo zusammengezähmt. Wenn auch nichts von dem, was ich eigentlich haben wollte. Egal. Und ich habe noch ein paar Steine eingesammelt. Die bringen wir jetzt auch mal zur Seite. Das. Und dann haben wir dieses tolle Kostüm bekommen. Ja, das Holzzeugs habe ich hier noch irgendwie eingesammelt. So, wollen wir mal sehen. Ja, das sollte ja wohl reichen. Packen wir das hier mal rein. Und machen jetzt mal dieses Eierteil noch. Sehr schön. Die hier packe ich in diesen Transformer. Dann kommt da nämlich S-Plus-Zeug raus. Na, dann mach hier Craft All, zack, und jetzt ist das hier alles S plus, S plus, S plus. Nur das hier nicht, weil es irgendwie wahrscheinlich keine S plus Variante davon gibt. Wunderschön. So, dann haben wir hier unseren tollen Kollektor. Unsere kleine Wasserbombe. Tja, wo stellen wir denn den am besten mal auf? Eigentlich ist es wurscht, weil wie gesagt, momentan er läuft ja noch nicht. Dann kann ich ihn auch, ich stelle ihn mal hier so an die Wand. Obwohl, nee, da komme ich immer mit meinem Tier lang. Ich kann ja auch hier, hier, hier. Ich stelle ihn hier irgendwo so hin. So. Okay, da steht ja jetzt, dass der mit Treibstoff läuft, oder? Genau. Propellant. S plus Industrial Grinder. Aha. Gut, dann hat uns das wenigstens gesagt. Ich brauche nicht extra nochmal recherchieren, was natürlich trotzdem nicht so toll ist, weil der Grinder verdammt teuer herzustellen ist. Ach, halt Quatsch. Völlig falsch hier, was ich hier wieder tue. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Sehr schön. Ja, dann würde ich doch aber sagen, dass an dieser Stelle die Folge auch schon wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir natürlich wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Ach nein, haha, habe ich mich beinahe selber reingelegt. Wir müssen ja noch unsere kleine Lesestunde machen. So, gucken wir doch mal. Ich habe ja, wie gesagt, noch mal eins, zwei aufgemacht. So, wir hatten also von ihm nichts weiter, von ihm nichts weiter, von ihm das Bekannte. Okay, das letzte Mal hatten wir die Helena 6 gelesen, dann lesen wir jetzt die Helena 7. Eintrag 7.
Ich habe nie gedacht, dass diese Insel normal sei. Ich meine, da schweben riesige Obelisken über der Erde, verdammt nochmal. Nicht zu erwähnen diese seltsame Höhle, die ich gefunden habe, die eine Plattform verbarg, sehr ähnlich denen unterhalb der besagten Obelisken. Nun ja, abgesehen vielleicht von diesen komisch geformten Löchern, die ins Podium geritzt wurden. Ich glaube, mir ist das einfach egal gewesen. Solange ich meine schöne, einzigartige und unverdorbene Natur zum Untersuchen hatte, war ich zufrieden. Doch jetzt? Nein, ich schreib's jetzt besser nicht, noch nicht auf. Erst wenn ich bei Rockwell bin. Da ist immer noch eine Möglichkeit, dass meine Daten falsch sind oder ich etwas Offensichtliches übersehen habe. Ich werde mein Paradies jetzt noch nicht aufgeben. Ja. Sie hängt also immer noch an ihrer Insel. Wir hatten ja beim letzten Mal schon gelesen, dass sie festgestellt hat, dass es verdammt viele Fleischfresser gibt im Vergleich zu den Pflanzenfressern, nämlich doppelt so viele, und dass das völlig untypisch sei und normalerweise die Natur ja genau andersrum funktioniert. Ja, aber in diesem Sinne würde ich doch sagen, ihr seht, ich habe Lederklamotten, die habe ich aus einem Loot bekommen. Ist die Folge dann aber auch dieses Mal wirklich zu Ende? Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.